Herr Abgeordneter Gerald Gross, bitte. Herr Präsident, Herr Staatssekretär, ich bin ja sehr dankbar, dass der Nationalrat sich heute nach einem Jahr immerhin einmal Gedanken macht, wie man 100 Milliarden Euro Steuergeld in irgendeiner Form nachgeht, wie man es kontrolliert. Vor einem Jahr hat dieser Nationalrat einen Beschluss gefasst in Form eines Bankenpaketes, wo man 100 Milliarden, die unvorstellbare Summe von 100 Milliarden Euro Steuergeld locker gemacht hat, um Banken zu unterstützen, Banken, die die letzten Jahre dadurch aufgefallen sind, dass sie ihre Bilanzen frisiert haben mit miesen Spekulationsgeschäften, die sie in den Erweiterungsländern getätigt haben. Wir unterstützen, oder diese Republik, dieses Land, ich persönlich hätte diesen Beschluss niemals gefasst, ich hätte an so einem Entschluss niemals mitgewirkt, ich war zum damaligen Zeitpunkt nicht angehörig diesem Haus. Aber dieses Haus hat auf Vorschlag zweier Regierungsparteien, SPÖ und ÖVP, ein Bankenpaket geschnürt, um jene zu unterstützen, die de facto die Wirtschaftskrise erst ausgelöst haben. Faktum. Das ist den Teufel mit dem Belzebub austreiben, ein Bankenpaket zu schnüren für jene, die mit Spekulationsverlusten eine weltweite, eine globale Wirtschaftskrise zum Verlust auch dann tatsächlicher Arbeitsplätze hier in unserem Land, in unseren Ortschaften, in unseren Gemeinden ausgelöst haben. Und es freut mich, dass sich der Nationalrat auch wiederum auf Vorschlag des heute auch viel zitierten Kuhhandels rund um das Bankgeheimnis, wie ich schon wieder gehört habe, auf Vorschlag des BZÖ, auf Vorschlag von Josef Bucher, auf Vorschlag der Grünen, fairerweise, hier endlich dazu durchringen, dass wir dieses Bankenpaket kontrollieren. Denn dass es nicht so funktioniert, wie sich es die Maxis in den Kämmerlein der Regierungsparteien vorgestellt haben, das wissen wir ja. Kredite werden an Klein- und Mittelbetriebe nicht gegeben. Das ist auch Faktum. Das hören Sie von Ihren Klein- und Mittelbetrieben, sofern Sie mit denen überhaupt noch sprechen, die Ihnen sagen werden, wir kriegen keinen Kredit. Ergo, das, was man eigentlich wollte, mit Krediten Klein- und Mittelbetriebe zu stützen, findet nicht statt. Daher stellt sich für mich schon langsam die Frage, ja, wo sind dann diese 100 Milliarden Euro? Sind sie im gleichen Loch versunken, wo 500 Millionen Euro bei Skylink in irgendwelchen Parteitöpfen vielleicht irgendwo versickern? Daher ist zu kontrollieren und überhaupt nachzudenken, ob wir nicht dieses Bankenpaket überhaupt einfrieren. Ich sage, es wäre doch viel sinnvoller, und Sie haben genug Bürgermeister und Kommunalpolitiker in Ihren Reihen, sehr geehrte Damen und Herren von SPÖ und ÖVP, wenn wir dieses Bankenpaket zur Stunde einfrieren und dieses Geld viel besser in einem vorgezogenen Finanzausgleich in die Gemeinden investieren. Wir haben Gemeinden, die schuldlos, und da rede ich jetzt nicht von den Kriminalfalltrieben der ÖVP, ich rede nicht von der SPÖ, ich rede nicht von Hartberg, ich rede nicht von Vonsdorf oder den burgenländischen Gemeinden, aber wir wissen, wir haben Gemeinden, die aufgrund der Wirtschaftskrise und der immer höheren Ausgaben in ein Finanzdebakel hineinrutschen. Und daher wäre es viel wichtiger, wenn auch das Finanzministerium, Herr Staatssekretär Lobatka, wenn Sie dann mit dem Zeitungsstudium fertig sind und sich den Vorschlag vielleicht einmal kurz anhören, wäre vielleicht sinnvoll, weil so gute Vorschläge hören Sie in Ihren politischen Büros ohne dies nicht, dass man das Geld im Rahmen eines vorgezogenen Finanzausgleichs investiert, denn die Gemeinden werden sonst bis 2013 nicht überleben. Und diese Antwort werden Sie dann Ihren schwarzen und roten Bürgermeistern geben können, aber die Politik wird es jenen Bürgerinnen und Bürgern geben müssen, die mit ihren Gemeinden und mit ihren Gemeindebudgets an die Wand fahren. Und Gemeinden wissen, wie man Klein- und Mittelbetriebe unterstützt. Gemeinden können Aufträge erteilen, vom Kindergartenausbau, Schulausbau zur Straßensanierung der Gemeindestraßen. Warum sind sie nicht in der Lage, das Debakel, das sie mit dem Bankenpaket ausgelöst haben, endlich einzubremsen, endlich zu stoppen, unabhängig von der Prüfung, die jetzt anläuft, und dieses Geld viel lieber in den österreichischen Gemeinden investieren, die dann tatsächlich den Opfern der Wirtschaftskrise tatsächlich zugutekommen. Wir sagen, die Prüfung war längst notwendig, die Prüfung hätte schon gleich beim Beschluss des Bankenpaketes vor einem Jahr eingeleitet werden sollen. Wir sind aber dankbar, dass aufgrund von BZÖ und Grünen heute endlich grünes Licht auch für den Rechnungshof gegeben wird, 100 Milliarden Euro Steuergeld zu überprüfen. Ich danke Ihnen.
Herr Abgeordneter Magister Werner Kogler, bitte.